Nun gut, dann sind wir bei den Autos und jetzt bist du an der Reihe. Ja, und zwar Suzuki bringt jetzt auch ein E-Auto-Modell, sogar mit Allradantrieb, wenn willst. Jetzt gibt es in Suzuki Vitara, gibt es in Zukunft als E-Variante. Den kannst du haben mit 49 oder 61 Kilowatt Batterie. Und ist in Zusammenarbeit mit Toyota und soll auch vom Preis her, was man so liest, durchaus interessant werden. Also soll jetzt nicht sündhaft teuer werden und damit Ja, es ist halt wieder Urban SUV. ja, Schon wieder. um das kommst du wahrscheinlich eh nicht dran vorbei. Also das ist, glaube ich, wo du. So Limousinen sind eh selten worden. Der hört sich ja noch vernünftige Angaben an. 135 kW Motor. 60 Ja. Kilowattstunden Kapazität. Ja, das ist so für jeden ein bisschen was dabei. Genau. Also es soll jetzt nicht so sein, dass nur sagen kannst. Das ist nur wieder ein Auto, wenn du bereit bist, keine Ahnung, 100.000 Euro am Tisch zu legen. Aha, und Allrad Also da steht, ich weiß optional. nicht, ob das ein Deutsch ist, das sagt, der Preis soll bei etwa 34.990 Euro beginnen. Ja, die Suzuki Vitara sind grundsätzlich eh immer vergleichsweise günstige Gelände, also Allrad-Autos gewesen. Ja, das ist so. Okay, ja, tatsächlich klingt das interessant, ja. Ja, das klingt ganz brauchbar, muss man sagen. Also ist jetzt, ich meine, ob jetzt davon ausgehen kann, dass der neue Reichweitenrekorde aufstellt, weiß ich nicht. Na, Aber du wärst du schon. wärst ja nicht davon ausgehen, dass der irgendwas Neues bietet. Das ist jetzt eh, also ich glaube, Genau, das ist in so. den nächsten 2 Jahren erwartet uns eigentlich nur Standardware. In den nächsten 2, 3 Jahren die großen Revolutionen werden einmal ausbleiben bei den E-Autos. Ja, außer du kaufst sündhaft teure Modelle. Also wenn du jetzt natürlich sagst. Aber auch da werden die Revolutionen ausbleiben, weil das Einzige, was jetzt interessant ist, ist die Reichweite. Ja, die Feststoffbatterie, Ja. was wir vor 3 Wochen oder 4 Wochen gehabt Ja. haben. Mit der Feststoffbatterie, das wird spannend. Allerdings wird das halt auch wahrscheinlich 100.000 Euro Auto werden. Genau. So, also allein bis das 800-Volt-Netz runtertröpfelt in die günstigen Klassen, wird es dauern. Also, das ist so in Kaliber wie Porsche und was weiß ich was drin. Und ja, man, ob das dann tatsächlich auch brauchst, andere Frage. Also, ich schätze mal, das Auto wird ein vernünftiges Auto werden von Suzuki da. Ja. Ja, das ist so Suzuki Vitara.